Begrüße das Gemüse und Servus. Und ja. Herzlich willkommen wieder zu Assassin's Creed Odyssey. Mit unserer Fashion Cots Cassandra, ne? Wie gehabt. Und gehen wir daher. Und dann schauen wir mal, was wir machen heute, ne? So. Haben wir was? Haben wir was? Kriegen wir was? Inventare. Was haben wir da? Mhm. Ein Kurzschwert haben wir da. Okay, was haben wir da? Bögen. Weg damit. Mhm. Fähigkeiten haben wir nix. Okay. Dann. Mhm. Da unten haben wir schon was auf maximal. Waffenknecht. Drücken halt Erwins, um Fähigkeitenrad zu gelangen. Okay. Wie? Und weiter. Fähigkeitsrad. Okay. Check ich nicht. Fähigkeiten. Zwischen seinen Waffen und erhalte zusätzlichen Nahkampffähigkeitsgrad. Okay. Ach so. Ja. Jetzt könnte es. Nee. Ey, hallo. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Warte mal. Der Maus. Jetzt geht das zweite. Kann man nicht hin und her schalten, so wie das beschrieben ist, irgendwie. Hm. Das funktioniert nicht so nicht, ne? Na, schauen wir mal, questmäßig. Jetzt haben wir das herumprobiert. So. Kosmos, willkommen. Athen. Besser dein Speer, ne? So. Da ist er weit weg. Verdammt. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Athena Vorratskisten sollen wir zerstören. 5 Stück. Okay. Kein Rot mehr. Boah. Na. Odyssee. Kapitel. Aus dem Schatten, ne? Das ist. Sieht man das auf der Karte irgendwo? Nee. Schauen wir mal, was da hat. Da ist eine Quest, bevor wir 4 Minuten nichts gemacht haben. So. Na. Da, 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 da. Aha. Vibrati? Okay. So. Was haben wir da vorne? Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, ich will aber zur Quest, also. Na, Cassandra. So, der würde labern. Sei gegrüßt, Spartaner. Brauchst du etwas? Die Söldnerin mit dem Adler. Ich hielt dich für eine Legende. No, no. Das stimmt auch, Spartaner. Ich bin eine Legende.
Ich habe Geschichten gehört, wie du mit den Spartanern in Megaris zusammengearbeitet und ihnen zum Sieg verholfen hast. Mhm. Aber auch, dass du etwas mit dem Verschwinden des Wolfes zu tun hast. Glaub nicht alles, was du hörst. Jetzt, da der Wolf fort ist, breitet sich Furcht in unseren Reihen aus. Es gibt eine kleine Gruppe Verschwörer, die behaupten, Nikolaos wäre nicht tot, sondern desertiert. Was? Sie sagen, niemand hätte seine Leiche je gesehen. Das ist Unsinn. Jeder weiß, dass er tot ist. Warum? Das mag sein. Aber das kümmert diese Männer nicht. Sie verlassen ihre Posten und ermutigen andere, ihnen zu folgen. Das muss aufhören. Soll ich all diese spartanischen Deserteure töten? Kann ich auf dich zählen? Ja, diese Feiglinge gehören mir. So. Ich kümmere mich darum. Für Sparta. Für Vater. So. Was hab's denn hier da Schönes? Ah, ein paar Drachmen. Bling, bling, bling. Ja. Ist nicht still, ne? Die bieten uns das an. Was hab's denn da schöne Waffen? Aha. Hoppala. Ich höre da was, aber ich sehe nichts. Das ist wieder. Was ist denn das da? Hm. Und das wäre wieder stehlen. Das war nichts. Angeblich soll der Silberfuchs persönlich unsere Ausbildung übernehmen. Ha, ist das so? Du solltest Tag und Nacht mit ihm üben. Deine Schildarbeit ist furchtbar. Er wird aus uns Götter machen. Hm, wirklich faszinierend. Wenn wir fleißig üben, leben wir beide länger. Hm. Meine Rede. Was hab's denn hier eigentlich für Fähigkeiten? Ein epischer ist das. Aha. Na? Schauen wir mal. Warte mal, was ist da hinten? Wo müssen wir jetzt hin? Warte mal. Cassandra. Jetzt haben wir da irgendwie verpeilt, ne? Ah, Deserteure, ne? Das ist doch was, okay. So, Cassandra, los geht's. Unsere erste Mission für heute. So. Ein bisschen Holz. Naja. Ich will da klettern vielleicht. Oder wie? Wo ist denn unser Gaul eigentlich? Da hinten sind sie schon. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Hoppala. Hm. Warte mal. Machen wir das mit Nikarus. So. Adlerangriff. Ah, da ist ja noch einer. Ah, okay. Ein Schätzchen. Du machst es schon, Icarus. So. Scheiße, verschwinde! Was? Du noch, so. Zap, zap, zap. Gut, dass das erledigt ist. Jetzt, Cassandra, so, schaut das aus, gell? So. Ne, wenn und aber. So. Was haben wir da Schönes? Ein Gruderspeer. Na. Sag's, gibt's das, ne? Und da haben wir. Stehlen. Und Burning. Hoppala. Nicht anzünden, Cassandra, wieder. Was machst du? Gar. Mhm. Bist ein bisschen hyperaktiv, ne? Na los. Ja, ich befreie dich. Bin ich jetzt so, ne? Zack. Hui.
Klingling. Kaching, kaching. Naja. Na, nehmen wir jetzt gleich den Gaul. So, aufsetzen, aufsetzen. Das ist zwar nicht die Ella, aber naja. Damit geht es schneller. Keine Straßen, okay. Ich bin ja kein Gaul. Komm schon. So. Wo ist er? Na, Alter. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Ich danke dir vielmals. Hier, deine Belohnung. Das reicht. Schnauze. Jetzt da? Niederschlagen. Wo ist denn der andere jetzt? Wo ist denn der Kollege? Hä? Wo ist der jetzt hin? Was gibt's denn jetzt? Hat sich der aufgelöst jetzt? Das ist super. Wo ist der? Hat er den Erdbaum gekrampt oder was? Oder. Hä? Ich glaube, das war ein Zauberer oder so, ne? So. Ja, Cassandra. Oft geht blöd, ne? So. Ja. So. Bam, 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 bam. Quests ist. Sind alle so weit weg, ne? Karte. So, wo ist noch unser Schiffchen? Ah. So, machen wir ein bisschen Hauptstory. Ich weiß gar nicht, warte mal. So. Verbessere den Speer. Na, das kann man nicht. Der Weg zum Symposium. So, willkommen, Athen, das machen wir. Ja, da brauchen wir ein Schiffchen auch, ne? Wo ist denn das? Alter. Da. Ja. Eieieiei. Will ich auch hoffen. So. Wo ist denn unser... Aha. Diese Richtung und... Ella! Giving. Es geht voran! So, Kollegen. Ja, volle Fahrt, Kapitän! Ja, will ich auch hoffen, ne? So. Unser Ziel wird kein leichter sein, ne? Vorne sind ein paar Piraten oder so anscheinend. Wir können etwas fern. Wo? Da hinten, ne? Wir stehen gleich unter Beschuss! Alter, verpisst euch, Alter! Wir müssen an allen Fronten kämpfen! Genauer zielen! Pfeile bereit! Wir haben es gut gemacht! Der Feind wird gar nichts machen, Alter. Doch, zack, Alter. Was will der andere? Mehr Zunge. So. Der rammt sich ja gegenseitig, oder wie ist da vorne? Bereit!
ihr Stricher. So, zack, Alter. Jetzt gibt's eine schöne Plunderparty. So. Wir entern die Landratten. Na, echt, halt. Was sind denn das für Leute, Alter? Ich würde da eigentlich nur gemütlich vorbeifahren, ne? Aber, naja. Aua! Oh, gib ihn! Hoppala! Burning, man! Was ist mit dir? Später dort kannst du noch einen Alarm. Geschlitzte. So. Das ist nichts Besonderes drin, ne? Gedacht. So, Jungs, wie schaut's aus? Das sieht doch wertvoll aus! Und giving. Speere, jetzt! Bruder, rein! Wo sind die anderen? Die haben sie vertschüsst, ne? Haben sie Angst gekriegt vor uns, ne? Ja. So, auf nach Athen. Das passt irgendwie nicht. Ihr wollt uns eh nicht dran machen jetzt, ne? Ganz drauf, ne? Wie Sparta. Hoppala. Ja. Da rammt ihr uns, ne? Trinkt's mal, ja, Burschen. So. Haben wir da irgendwas Icarus im Wasser? Nein. Okay. Ihr Landratten, gibt's Gas? Ole, ole. So, gleich sind wir da. Super. Okay. Wenn du soweit bist, treffen wir uns auf der Pnyx in Athen. Pnyx. Das war sein letztes Wort. Wir singen noch immer fröhlich weiter. So. Oder was? Haben wir nichts da. Da. Beschleunigen. Ja, da ist was. Feind. Wait. Haben wir mal eine Karte. Aha, das ist das Gebiet. Okay. Da haben wir was. Prinz von Persia. Ah, wo ist unser Gar? So. Neue Region entdeckt. Antika. Aufsitzen, Busch. So. Hoppala. Wo reitest du hin, Ella? Von Sinon. So. Ella. Na. Stöckchen mitnehmen. Sehr gut. Hui! Hoppala, Pferdl, was ist denn los? Bist du betrunken? Okay. Mal sehen, was diese Stadt für mich bereithält. Na, da haben wir wieder eine 10 Punkte verdient. Komm schon. Ja, komm schon. Auf was? Was ist los? Victor. Alter.
Das Pferd rennt klar wie jeden nieder, ne? Das ist ein Killer. Pferd, ne? Ella. So, warte mal. Mal was zum Synchronisieren, bevor wir was machen da. Warte mal. So. Eine Schatzkiste haben wir schon mal. Eine Schmiede haben wir dort hinten. Da. Schau. Da haben wir ja. Dann müssen wir wieder nach oben. So. Klettern wir hier hoch. Na. Sexy Cassandra, du machst das schon, ne? So. Nochmal. Sarok. Sarok. Hop, hop, hop. Na. Jetzt haben wir dort ein schönes Feuerchen. Heiligtum auf dem Akropolis. Pnyx, Pnyx. Sind wir jetzt bald, ne? So, wo ist denn da? Ja. Ich sehe es gerade nicht. Ah, da hinten. Ah, okay. Rein, Baby. Ja. Feinde. Da wären wir. Ah, okay. Statue von Athena. So. Auf wieder. Zap, zap, zap. Die berühmte Akropolis. Ein Zeugnis menschlicher Kreativität und Handwerkskunst. Wie kann man da jetzt rauf? Kann man einfach so raufklettern? Naja, geht. Da über den Bobschi. So. Hui. Hui. Unser Kletterfredel, ne? Ja, das ist ein bisschen eine große Stadt, ne? Ein Papyrus. Hier steht, er wurde von Themistokles geschrieben, dem Athener Feldherrn. Naja. Ja, was machen wir jetzt? Cassandra? Aha. Das ist ein eigenes Gebiet, hm? Anscheinend. Aha, da ist ein kleines Dings. Ja, machen wir das noch. Hui! Ah, das ist ein Haufen. Ein Heuhaufen. So. Ja, ja. Habt ihr alles recht. Da wird noch fleißig gebaut, hä? So. Ja, das muss wieder beweisen, nicht, wie stark du bist, ne? Ja, gehst du mal runter von der Wand, bitte, danke. Das ist schon komisch aus. Das ist schon komisch aus, die Figur. Ne? Ja. Na. Hui. Und dann Salto. Zack. Da wird schon eine Party gemacht. So. Ja. Und da blüht die Schulter weh. Der geht's auch nicht so super, ne? Die Leutchen hier. Naja.
Larve da. Zack, zack. Was ist los? Cassandra ist im Haus. Die Kassaner mögen vor unseren Mauern stehen. Doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm. Batschöller. Freunde, bitte. Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Eine gute Ernte. So schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hält die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Perileri, aha. Den müssen wir mal killen, ne? So. Weg da. Zack, 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 zack. Übrigens die Cassandra, die legendäre Spartanerin. So, weg da, weg da. Pachi, Gesundheit. So. Können wir einfach so rüber? Bleib zurück! Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Noch nicht. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Ime. Cassandra. Willkommen, Cassandra. Und? Grüß dich. Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Bescheiden. Du warst gut. Du und Kleon hattet beide gute Argumente. Gute Argumente scheinen die Menge wenig zu kümmern. Sie haben Angst und Kleon gießt Öl ins Feuer. Perikles, wir sind hier, um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Cassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Du bittest mich, das Athenervolk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr. Ich bin niemandes Dienerin. Cassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Genau ist es, was du willst? Cash in the Tash. Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagte, ein Symposion sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metirochos. Er sollte mich heute treffen und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch etwas? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Zum Einfluss haben wir schon. Ja. Metiochos. Du sagtest, er sei ein Freund? Metiochos. Politiker und Verbündeter. Und einer meiner treuesten Freunde. Wird getötet. Danke. Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedene Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Und dann töten wir ihn. Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschieden... Na. Scherbengericht. Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Mein Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Ihr werdet beide sterben. So. Wird erledigt.
Ich erwarte äußerste Diskretion. Nein. Und geht's Bombenbasteln. Das lief gut. So. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Solange ich sie bekomme. Tja, da haben wir wieder was gekriegt, ne? Platzführer, wir haben die Welt hinterlassen. Ja, Söldneraufträge. Ja, ja, okay. Aber wir machen das in der nächsten Folge weiter. Okay, ciao, ciao.